Das war eine sehr große Liebe von beiden Seiten. Das war eine sehr enge Beziehung. Wir haben uns in den 3 Jahren, in denen ich in Deutschland war, haben wir uns 1000 Briefe geschrieben. Ein Riesenkasten, er 500, ich 500. Also das ist schon viel, quasi fast mindestens jeden zweiten Tag oder täglich. Und ich bin dann zurückgezogen und wir haben zusammen gelebt, wie das eben so ist. Was war Bruno für einen Mann? Ja, zum einen, Sie haben gesehen, er hatte eine Silhouette, die sehr schick war. Sieht sehr gut aus. Er war mein Typ, also diese etwas großen, dunklen, so ein bisschen verschleiert, so ein bisschen erschüchtern, nicht kein Draufgänger, wissen Sie. Er war und ist sehr intelligent, hat sehr viel Humor. Das war für mich immer ganz wichtig.